Was geht, Leute? Mein Name lautet der Danny Böbönitsch und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und falls sich einige fragen, was das mit dem Intro jetzt gerade sollte, ich habe schlechte Neuigkeiten, denn meine zwei Buchstaben wurden geklaut. Das Dede von Danny und das Böbö von Böbönitsch wurden geklaut. Und ja, jetzt versuche ich meine zwei Buchstaben wieder zurückzubekommen. Die hat mir Giorgio nämlich geklaut. In letzter Zeit werden mir öfter Buchstaben von meinem Namen geklaut, was natürlich ziemlich scheiße ist, aber so ist manchmal das Leben. Was? Wie würdet ihr eigentlich heißen, wenn der letzte Buchstabe eures Namens geklaut werden würde? Also ich heiße ja im echten Leben Daniele, ich würde Daniel heißen, obwohl ich das schon ziemlich schrecklich fände, denn ich hasse den Namen Daniel, ich finde das klingt extrem schwul, so Daniel, ja wie heißen sie denn? Ja, mein Name ist Daniel. Also ich finde den Namen Daniel richtig hässlich, aber... Das ist gar nicht so schlimm, denn es ist nur meine Meinung, wenn ihr Daniel heißt, macht euch nichts draus, das ist echt nicht schlimm. Ich mag den Namen einfach nicht, aber keine Sorge, mein Name ist eigentlich, ja, im Deutschen zumindest nicht besser, denn ich habe eine kleine Story zu erzählen, denn ich musste einmal 44.000 Euro bezahlen wegen meinem Namen. Und jetzt fragen sich einige, was labert der Danny da, aber so ist es wirklich. Ich kann euch ja mal die Story erzählen, und zwar heiße ich ja Daniele im echten Leben und was würdet ihr denken, wenn ihr den Namen Daniele hören würdet? Jetzt mal abgesehen von diesem DS-Ding, diesem Typen da, keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Ich mag den sowieso nicht so. Aber jetzt mal abgesehen von dem, wenn ihr den nicht kennen würdet und ihr das erste Mal den Namen Daniele hören würdet, was würdet ihr denken? Dass es ein Mädchen bin oder ein Junge? Und ja, ich bin ein Junge, wie ihr seht. Aber im Deutschen ist es so, dass viele Leute denken, dass... Ja, Daniele ein Mädchenname ist und deswegen muss ich mal 44.000 Euro bezahlen. Und zwar war die Story so. Ich war mal eine lange, lange Zeit bei einer Krankenkasse angemeldet. Also ich war familienversichert. Aber auf jeden Fall war ich bei der Krankenkasse. So, dann habe ich irgendwann meine Krankenkasse gewechselt. Und die neue Krankenkasse hat bei meiner alten Krankenkasse angerufen und habe gefragt, haben sie irgendein Mädchen bei ihnen, was Daniele heißt? Oder hat sie überhaupt regelmäßig eingezahlt in die Krankenkasse? Und die alte Krankenkasse hat natürlich in ihrem PC nachgeguckt und hat nach Mädchen geguckt und Daniele eingegeben und hat sie gesagt, nee, hatten wir nie und dann musste ich das ganze Geld von den ganzen letzten Jahren, die ich für meine Krankenkasse einzahlen musste, auf einen Schlag zurückzahlen und das wurde mir einfach von meinem Konto alles abgebucht. Die 44.000 Euro, ihr müsst euch mal gucken, ihr müsst mal mein Gesicht sehen, als ich das gesehen habe auf meinem Konto. Ich dachte mir, lalalala, mal sehen, wie viel Snickers ich mir diesen Monat gönnen kann. Und was ist, minus 44.000 Euro? Dachte ich mir auch so. Okay, irgendwas läuft da gewaltig schief. Jetzt kann ich mir für einen Monat lang kein Snickers-Eis mehr leisten. Ist natürlich scheiße. Ihr wisst ja, ich bin ja YouTuber. Ich verdiene ja 44.000 im Monat. Auf jeden Fall für einen Monat kein Snickers-Eis leisten, war natürlich ziemlich problematisch. Und deswegen habe ich mir dann... Spaß. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe einen Monat gespart und habe es natürlich zurückbezahlt. Nach einem Monat könnte ich mir Snickers-Eis kaufen. So war es nicht. Und zwar habe ich da angerufen und habe gefragt, sorry, ich bin ein Junge. Okay, ich bin ein Junge. Und nach einem Tag hatte ich das wieder geregelt und dann hatte ich meine 44.000 Euro wieder zurück. Nur wegen sowas wurden mir 44.000 Euro abgezahlt. Also, ich finde den Namen trotzdem Daniele besser als Daniel. Denn ich muss sagen, dass im Italienischen... Das kann man mit dem Namen Andrea vergleichen. Und zwar im Italienischen ist der Name Andrea ein Jungname. Aber im Deutschen ist der Name Andrea ein Mädchenname. Und das gleiche ist bei Daniele so. Ich weiß gar nicht. Im Deutschen ist Daniele ein Mädchenname. Übrigens, hier, IMS. Richtig geil. Ich liebe die IMS. Wenn ihr irgendwie frei für alles spielt gegen irgendwelche Camper, holt euch die IMS. Richtig geiles Ding. Ich liebe wirklich die IMS. Guck mal, der Typ, der wollte auch reingehen. Der wusste aber, oh scheiße, da ist ein IMS. Was soll ich denn tun? Und dann ist er einfach stehen geblieben. Und dann musste er wieder sterben. Typisch Camper. Und ja, um ganz kurz noch was zum Gameplay zu sagen. Und zwar in diesem Gameplay bin ich mal wieder extrem abgegangen. Die Gegner hatten nicht lange Zeit, um ja, nach dem Spawn zu überleben. Ich habe alle weggeholt und so macht Call of Duty Ghosts Spaß. Und zum Thema Spaß und Call of Duty ist natürlich immer so eine komische Mischung, die manchmal nicht zusammenpasst. Aber in Call of Duty kann man tatsächlich Spaß haben. Und ich sehe schon, das Gameplay ist wieder fast vorbei, ey. Nervt mich, ich habe so viel zu erzählen. Egal, kann ich im nächsten Kommentar noch erzählen. Auf jeden Fall habe ich ein Video gemacht, beziehungsweise ein Video noch vor, wo ich euch zeige, wie man in Call of Duty am meisten Spaß haben kann. Denn ich hatte wirklich in den letzten Tagen, ja, wie soll ich sagen, ein paar Depressionen wegen Call of Duty und hatte wirklich ein paar richtig schlechte Tage und das nur wegen Call of Duty, weil ich mir einfach denke, diese scheiß C4, wieso liegen da C4, da liegen C4 und ich verkacke einfach in dem Spiel. Und dann habe ich mal geguckt, was der Unterschied war, was ich anders gemacht habe, als ich an Call of Duty Spaß habe und als ich an Call of Duty keinen Spaß hatte.
Und diese Unterschiede habe ich mir gemerkt. Und dazu werde ich noch ein Video machen. Und um euch Tipps zu geben, wie ihr in Call of Duty, ja, nicht depressiv werdet. Denn das ist ziemlich schwer manchmal, nicht depressiv zu werden, wenn man dieses Spiel spielt. Und was ich mich wirklich frage, wer von euch zockt eigentlich noch Call of Duty? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige Deutschlands, der irgendwie noch Call of Duty Ghosts zockt. Aber bin ich eigentlich gar nicht. Ich wette, tausende von euch zocken auch noch Call of Duty. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, der das Spiel zockt. Und auf PC geht das Spiel sowieso gar nicht, denn da gibt es ja wirklich nur Hacker. Ja, ist natürlich extrem scheiße, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn auf PC dieses Spiel keiner spielt. Ich habe letztens COD Ghosts auf PC gespielt, musste mit Fraps aufnehmen und das Spiel ist hier schon vorbei. Egal, ich kommentiere einfach noch ein bisschen weiter. Und da habe ich auch schon den ersten Hacker gesehen, bin sofort rausgegangen, was mich natürlich extrem angekotzt hat. Und hier meine S-Mine. Oh, Danny, danke, dass ich den letzten Kill machen durfte. Ich glaube, ihr könnt euch auch erinnern, im letzten Live-Commentary durfte die IMS keinen letzten Kill machen. Naja. Gut, das spiele ich auch mal jetzt vorbei. Übrigens, ich habe auf meinem Kanal Danny Justin einen Let's Play am Laufen. Und wer auch an meine anderen Sachen abfeiert, so wie zum Beispiel sowas wie halt andere Sachen, jetzt mal abgesehen von meinen Mädelsachen, der sollte auf den Kanal gehen. Da wird alles kommen, was jetzt abgesehen Call of Duty und Verarschen und so weiter und so fort, Straßenverarschen werden auch noch kommen. Aber alles andere wird auf dem anderen Kanal stattfinden. Und da habe ich auch ein richtig geiles Let's Play am Laufen. Das bindet einen wirklich. Und viele Leute wollen es unbedingt sehen. Ich werde die ganze Zeit gefragt. Das Let's Play kommt täglich. Also macht euch da keine Sorgen. Link in der Beschreibung zu dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das Gameplay ist schon wieder vorbei. Mist! Egal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Damit unterstützt ihr mich nämlich mehr, als du nur denkst. Und ja, was sagst du zu den ganzen Dingen, die ich in diesem Video erwähnt habe? Und ganz wichtig, vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft nie wieder was zu verpassen, was auf meinem Kanal hochkommt. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1.